Da ist der Roger. Er schaut blöd. Er wartet darauf, dass wir was tun. Bitte nicht berühren. Wir wissen nicht, was Sie heute schon alles angefasst haben. Na, eigentlich wollte ich das eh nicht. Ich wollte mal dahergehen. Und... Das ist ein DNS-Sequenzer. Ah, genau. Auf einer Raumschiffmission werden üblicherweise viele Organismen und Artefakte entdeckt. Ein DNS-Sequenzer ist dann immer eine große Hilfe bei der Analyse. Meistens wird er allerdings nur benutzt, um sicherzustellen, dass die Nahrungsreplikatoren ordnungsgemäß funktionieren und nicht irgendwas zusammenbrauen, was im Magen langsam größer wird und sich dann darin einnistet. Okay. ja. Unsere Freundin hat ja gesagt, wir sollen die DNS überprüfen. Chaba de Hop? Was ist mit ihm? La Chaba heißt La Chaba de Hop. Ach komm, Jabba, sei nicht so. Erfährt doch keiner. Tut mir leid, Mr. Wilco, das ist eine Anweisung von Starcom. Na super. Dann müsste man überzeugen, das gibt's ja nicht. Ach Jabba, das erfährt doch keiner. Lass mich doch nur eines versuchen und schon bin ich weg. Niemand wird es bemerken. Ich weiß nicht, Mr. Wilco. Ich bin niemand, der Befehle missachtet. Ich glaube wirklich nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich schwöre, es dauert nur eine Minute. Wir sind in der Mitte von nirgendwo. Keiner wird es je bemerken. Das ist ein Facehager. Wann immer du willst. Da. Wann immer du was geputzt haben willst, Tag oder Nacht. Von Alien. Tu's. Na, was sagst du? Also, ich weiß nicht. Dauert nur eine Minute oder zwei. Wirklich? Na komm schon, Jabba, sei ein Freund. Also, okay, aber nur dieses eine Mal. Wenn das jemand erfährt, bin ich dran. Dann komme ich zu Ihnen und Sie müssen gerade stehen. Vergessen Sie das nicht. Kein Problem. Bin schon fast wieder weg. Ich weiß wirklich nicht, warum ich das mache. Tja, jetzt ist es zu spät. Kennen. Da passiert wohl nicht viel, was? Ah, oh, du sollst doch drücken, Alter. Irgendwas lebt da drin. Auf Karte speichern. Das wäre in diesem Zusammenhang eigentlich ziemlich unvernünftig. Ah, da. Na jetzt? Jetzt haben wir eine Karte. Was kann ich jetzt mit der Karte machen? Die kann ich mir in den Arsch packen. Das ist die Subroutine-Programmkarte aus der Quantenstation. Ich frage mal eben. So cool es wäre, diese beiden Gegenstände zu kombinieren, so sinnlos wäre es. Junge, wäre es nicht cool, wenn das funktionieren würde? Junge, wäre es... Ja, ja, ja. Sei nicht so gebannt. Genialer Versuch, Kreski. Falsch, aber genial. Ah. Es tut sich was. Nett. Ich wollte immer schon mal eines dieser Dinger am Kompost ausprobieren. Tüdelüdüdüd. Aha, der Deck kann nicht geöffnet werden. Hi Stella. Ich hoffe, deinem Rücken geht es jetzt besser. Sie sind gerade mit meiner Behandlung fertig und es tut gerade nicht mehr weh. Trotzdem, man hat mir gesagt, dass ich für eine Weile das Retten von anderen Leuten sein lassen soll. Vor allem bei dir. Also, hattest du Glück? Ich habe ein paar Informationen über die Probe bekommen, die ich durch den DNS-Sequenzer laufen gelassen habe. Als ich das versucht habe, habe ich nur einen Namen bekommen. Alles, was mir dann gesagt wurde, war, dass die Dateien unter Verschluss seien. Ich frage mich, warum. Ich weiß nicht, Roger, aber es sieht verdächtig aus. Wenn eine Datei so markiert ist, dann hat das normalerweise einen sehr guten Grund. Am häufigsten heißt das, dass die Datei geheimdienstlichen Beschränkungen unterliegt.
oder auf gerichtliche Anordnungen unter Verschluss genommen wurde. Im Fall deiner zwei Schleimbeutel würde ich sagen, dass da keine Regierungsleute dahinter stecken. Hört sich eher an wie jemand, der von außen Zugang über ein oder zwei Freunde hat. Jemand, der paranoider wäre als ich, könnte sagen, dass das ziemlich stinkt. Okay. Weil wir gerade davon sprechen, wann haben Sie eigentlich Ihre Socken das letzte Mal gewechselt? Puh, das ist schon lange her. Wenn die Dateien geschlossen sind, haben wir nichts, womit wir weitermachen können. Stimmt. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist der Zugang über den Cyberspace. Ich habe das nie ausprobiert, aber ich weiß, dass es geht. Das heißt dann vermutlich, dass du es nicht zuerst versuchst. Ich meine, ich würde es wahnsinnig gern probieren, aber ich kann nicht, da wir nicht wissen, wie es geht. Nun, es ist so. Ich habe gelesen, dass man dazu eine Cyberbuchse und eine Cyberausrüstung benötigt. In dem Artikel hieß es, dass es da Zugriff zu einem Haufen von Daten gibt. In einer riesigen Bibliothek mit Dateien. Okay. Es hieß, dass das Information Superhighway Projekt ein wenig hinter dem Zeitplan herhält. Und dass es da noch ein paar Baustellen gibt. Das ist die einzigste Methode, mit der wir Informationen über sie bekommen können. Du denkst also, diese Cyberspace-Sache könnte funktionieren? Ich kann dir nur wiedergeben, was ich gelesen habe. Das Navigieren braucht ein wenig Geduld. Aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ich habe keine Ahnung, wo wir die notwendigen Geräte bekommen können. Wegen der Verzögerung sind die eher zu Sammlerobjekten geworden, anstatt zu kommerziellen alltäglichen Produkten. Wir haben Cyberbuchsen in das Kompost eingebaut. Stimmt. Natürlich, ohne die Buchsen schaffen wir es eh nicht. Knifflig. Fragt sich, wo wir so eine finden. Ich wünschte, ich wüsste es, Roger. Irgendwo, aber bestimmt. Achtung! Wir umkreisen nun die Kolonie auf Delta Burxylon 5. Den meisten von Ihnen sind die Anweisungen über Komposts zugesandt worden. Bitte repräsentieren Sie Starkon angemessen. Ilbasa, Ende. Ja, schon wieder. Komm lieber mal in die Gänge. Du weißt doch sicher noch nicht, wie deine Anweisungen lauten. Ich muss noch ein paar Sachen überprüfen. Wir sprechen uns später. Danke, Stella. Ich sehe dich dann. Vielleicht klappt das mit dem Abendessen doch irgendwie. Na, ihm wird das Leiberl weggerissen und die Hose. Ah, jetzt sind wir im Roger seiner Wohnung. Das ist ein bittergeuzischer Ekelfisch-Blätterfarm. Sie haben alles versucht, was ihnen eingefallen ist, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Irgendwie ist die Musik so laut. Ist ihnen nur eingefallen, sich über ihn zu stellen und Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice zu rufen. Ich sehe schon. Boah, oh mein Gott, Entschuldigung. Okay, das ist schon das Niedrigste, was halt Ihr geht. Ihr Quartier ist gemütlich, überschaubar und trotzdem geräumig. Das ist der Vorteil, wenn man in einem umgerüsteten Frachtraum wohnt. Oh, Dame. Schau her, das ist ihre alte Brunftpfeife für labionische Terrorbestien aus Space Quest 2. Hab ich mal den Sound lauter drin? Ja, das sieht man, das muss ich jeden Part auch verstellen. Na, das ist ja das alte Lösungsbuch, das sie auf dem Wühltisch im Softwareladen in Space Quest 4 gefunden haben. Oh, die alte Autobox-Card von ihrer Einkaufstour in der Galaxy Galleria. Das war, nachdem sie die Latex-Babes von dem furchtbaren Seeungeheuer in Space Quest 4 gerettet haben. Die ist leider mittlerweile ungültig, aber sie brauchen ja auf Deep Ship 86 nicht viel Geld. Außerdem würden die Leute anfangen zu tuscheln, wenn sie sich wieder so anziehen würden. Wow! Das ist das alte Übersetzungsgerät, das sie in Space Quest 1 benutzt haben, um mit dem unterirdischen Alien auf dem Planeten Kerona zu sprechen. Schade, dass die kleinen Dilithium-Uhrenbatterien nicht mehr hergestellt werden. Boah, ey! Das ist die Fernbedienung für den Sternengenerator, die sie in Space Quest 1 an Bord des Sarienschiffes gefunden haben. Hey, das ist ihr Pocket-PAL-Terminal.
das Sie in Space Quest 4 auf Xenon von einem verlassenen Speeder mitgenommen haben. Das ist ein ausgedrückter Zigarrenstummel aus der Galaxy Galleria aus Space Quest 4. Dieser Tisch ist für die Durchführung von Heimarbeit und elegantem Dinner gedacht. Also nichts Interessantes. Nachdem Sie beides nicht tun, bietet er eine gute Möglichkeit, all den Müll auf ihm zu stapeln, den Sie im Laufe der Jahre gesammelt haben. Das ist komisch. Sie können sich nicht erinnern, ein zweites Paar zu besitzen. Vielleicht haben Sie einen bösen Doppelgänger aus einem Paralleluniversum, der nackt im Schiff herumläuft. Das sind Ihre Stiefel. Kann ich das nehmen? Moment. Ups. Jetzt habe ich es weggedrückt, na egal. Sie fühlen sich in der Hose, die Sie gerade tragen, sehr wohl. Fühlt sich ein wenig seltsam an. Sie unterdrücken den Wunsch, es abzustauben. Nicht aufheben! Das haben Sie schon mehrmals kaputt gemacht. Der Seitenstabilisierungsflansch ist um 5,2% dekonfiguriert. Das könnte einen Warp-Kernbruch zur Folge haben. Sie haben es getan! Sie haben es wirklich getan! Ich habe nichts gemacht. Der Mob ist ein Teil Ihrer Geschichte. Sie würden ihn genauso wenig mit sich rumtragen wie Ihren Zigarrenstummel. Hey, eine Nachricht für mich. Aha. Ich werde langsam beliebt. Was will man mir denn sagen? Wilco, hier spricht Commander Kielbasser. Ich habe einen Spezialauftrag für Sie. Ein Crewmitglied mit besonderen Fähigkeiten wird auf Delta Bürxelon 5 gebraucht. Entsprechend dem Geist von Starkon haben wir beschlossen, Ihre Hilfe anzubieten. Transportieren Sie sich sofort dorthin. Kielbasser, Ende. Jetzt gleich sofort. Mag er aber nicht hin. Was muss ich jetzt machen? Transporter? Nein. Shuttle Deck. Schätze mal, ich muss raus. Na. Magnum spricht nicht. Er verhält sich wie die Typen vor dem Buckingham-Palast. Sie wollten gerade Hi zu ihm sagen, aber sie erinnern sich daran, wie sehr er seinen Job liebt. Die möchten ihn nicht in Schwierigkeiten bringen, nur weil er mal kurz eingenickt ist. Oh. Ich frage mich eigentlich, warum sie das nie für sich selbst beachten. Dadurch würden sie alles nur schlimmer machen. Okay. Dann. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Idee nicht sonderlich gut ist. Wo ist denn da der Ausgang? Wir sollen uns ja hin teleportieren. Ist gestanden. In die Brücke. Wilco, warum sind Sie hier? Sie sollten doch Ihre Befehle von Ihrem Kompost aus entgegennehmen und sich für den Transport nach Delta Bürxelon 5 melden. Los jetzt! Oder Sie zwingen mich dazu, einen Eintrag im Logbuch zu machen. Na los, bewegen Sie sich! Schlag. Ja, wohin? Transporter. Sonst weiß ich nicht wohin. Ah ja, da sind wir. Okay, fertig. Energie. Nicht noch einmal.
Da ist er auch wieder. Commander Kielbasser und der andere Kerl sehen aus, als würden sie gerade ein Gespräch beenden. Hausmeister Wilco, Dr. Bellows und ich haben uns gerade über Sie unterhalten. Bitte melden Sie sich in Sharpays Quartier, Hausmeister Wilco. Sie benötigt jemanden mit Ihren besonderen Fähigkeiten. Beeilen Sie sich, Wilco. Ja, kein Stress. Jawohl, Sir. Also Aufzug. Das sind Anzeigelämpchen, keine Knöpfe. Na kommen Sie, halten Sie sich an das Programm. Im Labor Eis, oder? Sie drücken den Knopf zu Labor B, aber der Liftomat bewegt sich nicht. Offensichtlich benötigen Sie eine Art Zugangsberechtigung für Labor B. Dann Quartiere. Das habe ich nicht aufgepasst. So geht es also nicht. Ich wollte sowieso nicht ins Labor B. Ah, geht auch nicht. Quartiere. Ah, in die Quartiere. Das ist, weil ich nicht zuhöre. Ich konzentriere mich immer auf was anderes. Und dann auf einmal weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Unterhausmeister Roger Wilco meldet sich wie befohlen zur Stelle, gnädige Frau. Wilco, sagten Sie? Die Stimme kenne ich doch. Ja, gnädige Frau. Also, Mr. Wilco, ich habe ja schon vor einiger Zeit hier mit Ihnen gerechnet. Ich warte jetzt schon seit Minuten. Es tut mir sehr leid, gnädige Frau. Sparen Sie sich Ihr Gewinsel für Ihre Vorgesetzten bei der StarCon. Und das ist vermutlich so ziemlich jeder dort. Gnädige Frau, ich kam als... Junger Mann, mir fehlt die Zeit und was noch wichtiger ist, die Geduld, um Spaß daran zu haben, wie Sie sich von einer Entschuldigung zur nächsten winden. Können wir bitte einfach beginnen? Verzeihen Sie, aber ich bin nicht über meinen Aufgabenbereich unterrichtet worden. Sie sind Hausmeister, Mr. Wilco. Was denken Sie, was ich von Ihnen will? Eine Herztransplantation? Ha! Was ist nur aus der StarCon geworden? Als mein fünfter Ehemann, Admiral Bluntfang, Gott hab ihn selig, noch diente, schienen die neuen Kadetten noch so vielversprechend zu sein. Ich kann mich noch an diesen knackigen jungen Kadetten erinnern, der... Aber das geht Sie nichts an. Warum erzählst du mir's dann, du? Aber Sie... Alte. Ich bete zu Gott, dass Sie kein typischer Vertreter dessen sind, was bald aus den Toren unserer ehemals ruhmreichen Akademie quellen möge. Das ist eine der Erfahrungen, die ich nicht mehr machen möchte. Gehen Sie an die Arbeit, Mr. Wilco. Da drüben finden Sie Mopp und Eimer. Ich habe keine Zeit, mich um Ihre Ausbildung zu kümmern. Das würde ein Menschenleben dauern und die größte Menge an Geduld verschlingen, die ein Universum bereitstellen kann. Mein Leben ist bald zu Ende. Bitte, machen Sie nur sauber. Ich muss mich ausruhen. Kann ich die töten jetzt im Schlaf? Das wäre super. Die Aufgabe ist jetzt nicht sonderlich schwer. Mr. Wilco, bitte rütteln Sie am Griff dieser Kommode. Die macht mich noch wahnsinnig. Aber natürlich, alte... ich meine, sofort, gnädige Frau. Was immer ich für Sie tun kann. Bitte, tun Sie das. Und seien Sie leise. Ich muss mich jetzt hinlegen. Fühlt sich ein wenig seltsam an. Sie unterdrücken den Wunsch, es abzustauben. Gift, ja. Fühlt sich ein wenig seltsam an. Sie unterdrücken den Wunsch, es abzustauben. Das war's, tschüss. Bitte cool.
Mr. Wilco, wohin denken Sie, dass Sie gehen? Ich bin mir sicher, mein Freund, der Commander der Starkon hat beabsichtigt, dass Sie mir zu Diensten stehen, bis Sie einen anderslautenden Befehl bekommen. Es würde mir keinen Spaß machen, ihm sagen zu müssen, dass Sie nicht bei der Sache waren. Ich hasse alte Frauen. Das ist erfrischend sinnlos. Guten Tag, gnädige Frau. Tun Sie Ihre Pflicht, Hausmeister. Mr. Wilco, was ist lauter? Ich oder die kleinen Stimmen in Ihrem Kopf? Gehen Sie da rein und kümmern Sie sich um die Toilette. Mein Bericht an Ihren Vorgesetzten dürfte zurzeit nicht sehr vorteilhaft ausfallen. Ja, gnädige Frau. Es tut mir furchtbar leid, gnädige Frau. Es wird nie mehr passieren, gnädige Frau. Mr. Wilco, aha. Es ist Zeit für mich, meine Medizin einzunehmen. Bitte bringen Sie mir mein Trisonic Sortium aus dem Medizinschränkchen. Ja, aus dem Gift. Jawohl, gnädige Frau. Aus dem Giftschränkchen kriegst du das. Vielleicht kann ich der alten Hexe eine Überdosis verpassen. Was sagten Sie, Hausmeister? Nichts, gnädige Frau. Ich bringe Ihre Medizin sofort. Dadurch würden Sie alles nur schlimmer machen. Dadurch würden Sie alles nur schlimmer machen. Das ist erfrischend sinnlos. Wo ist denn dann das scheiß Medizin-Shit? Bitte nicht berühren. Wir wissen nicht, was... Das wäre in diesem Zusammenhang eigentlich ziemlich unvernünftig. Interessante Idee. Nicht sonderlich gut, aber dennoch interessant. Ja, aber wo ist das? Da drin werden vermutlich Sachen aufbewahrt. Wahnsinnig normal. Mhm. Sie als Hausmeister hätten nur dann eine dumpfe Ahnung vom Inhalt dieser Flaschen, wenn es entweder Abfall oder Flüssigreiniger wäre. Das ist offensichtlich Ihr Schminktisch. Man möchte nicht glauben, dass er den Anblick bisher schadlos überstanden hat. Das... Wilco, habe ich mich unklar ausgedrückt? Holen Sie meine Medizin sofort. Ja, wo ist die? Entschuldigen Sie vielmals, gnädige Frau. Ich werde sie sofort holen. Das ist die persönliche medizinische Abteilung der legendären Sharpay. Sie verbringt ihre fortgeschrittenen Tage hier im unaufhörlich expandierenden Altersruhesitz auf Delta Bruxelon 5. Ja, da ist dieser Scheiß. Das ist erfrischend sinnlos. Sie sammeln alle Kraft. Dadurch würden sie alle... Na hallo? Da steht... Die Verschrumpelte liegt ruhig auf ihrem verstellbaren Dreckmatikbett. Ja, Sie haben die Holo-Werbung gesehen. Hier ist es. Ja, es kann keinen... Seien Sie nicht der Letzte in Ihrer Kolonie. Ja, ist eine Ent... Das ist die persönliche... Das gibt's ja nicht. Das ist die Persön... Fühlt sich ein wenig... Sorry, ich muss das durchdrücken werden. Seien Sie Freund... Seien Sie Freund. Wilco, habe ich mich unklar ausgedrückt? Holen Sie meine Medizin sofort. Die holen wir aber. Entschuldigen Sie vielmals, gnädige Frau. Ich werde sie sofort holen. Nächsten Part. Ich sag danke, euer Zlavus. Tschüss.